Eagles Panthers. Wow, ich nice. Guck mir, Super Bowl guckt man es natürlich an, das ist ein Klassiker auf jeden Fall, aber so die normale Saison ist immer schwierig, da sind immer späte Zeiten und so, da muss man mal nachts um 3 oder so aufstehen, nicht so leicht, aber Freunde, Green Bay, go Seahawks, Seahawks. Go Patriots, FFM Galaxy, Frankfurt Galaxy, ja, die haben auf die Mütze bekommen von Ryan Fire am Wochenende, ja. Muss man auch mal sagen, ne? Liebe Leute, 49ers, ja, warum denn Football? Ja, weil es sich sehr viele gewünscht haben und jetzt machen wir mal American Football. Warum auch nicht? Da ja, kann man noch was lernen. Vor allen Dingen, ich sag euch, wir haben alles dabei, von Spielern zu Regeln zu allem eigentlich. Kuriose und alles, alles. Deshalb ist das ein interessantes Quiz. Man lernt was auf jeden Fall von einer Sportart, von der man vielleicht vorher nicht so viel gewusst hat. Hm, auf jeden Fall. Gibt hier mal so ein lustiger vor jedem, ja, ach so, da sind wir dabei, das ist prima, wie schön hören wir sagen. Seid gegrüßt, mein Name ist Jan Tauer, ich bringe euch heute durch die Show hier um 8:45 mit mir dabei natürlich den Winston. Hello. An der Technik, sehr gut, schön, dass du wieder da bist. Genau, Sportquiz wie immer, dienstags um 8:45, liebe Leute, und heute haben wir ein American Football Quiz. Das heißt 12 Fragen rund um das Thema American Football. Nicht zu vergessen, folgt uns weiter auf Instagram. Tipps werden immer folgen. Also seid bitte dabei. Und zum Sport, wisst ihr, haben wir mal einen genialen Preispunkt. Wo liegt der heute? 300 Euro. Zack, zack, zack. 300 Euro, das Ganze. Mal anschauen. Ja, zeigt mir den Port nochmal. Leute, es geht um... Bam! 300 Euro. Also, haut euch ins Zeug hier. Gebt alles. Alles, was ihr wisst. Ich drücke euch die Daumen. Für mich wäre es schwierig geworden, aber ich glaube, ihr packt das. Okay? Toi, toi, toi. Frage 1. Welche Form hat der American Football Ball am ehesten? Viereckig oder eiförmig? Aha. Das muss man sich vorstellen. könnte man American Football mit einem viereckigen Ball spielen? Ach, das wäre mal interessant zu sehen, auf jeden Fall. Das ist ja so ein Würfelding. Wohl kaum. Ja? American Football, das ist ja so ein Braun auf das, das ist diese Naht, wo man die Hand anlegt und dann... Eiförmig ist auf jeden Fall richtig und das wussten auch die meisten. Yes. Sehr gut. Ersten Punkt habt ihr schon mal gemacht. Weiter geht's mit Frage 2. Da hat der Winston euch schon einen Tipp gegeben. Wenn ihr gut zugehört habt. Genau, Frage 2. Welcher Begriff ist aus dem American Football? Fallrückzieher, Netzroller, Bully oder Touchdown? Mhm. Alle vier Begriffe kommen aus Sportarten. Also nicht verwechseln. Fallrückzieher aus dem Fußball, Netzroller, Tennis, Tischtennis oder Federball oder was auch immer. Bully, ja, das finden wir im Eishockey. Aber der Touchdown, den gibt es nur beim American Football. Das wussten auch die allermeisten. Bam, auf Bully gedrückt. Das ist beim Eishockey, wenn der Schiedsrichter diesen Puck fallen lässt. Ne? Weiter geht's zu Frage Nummer 3 und weiter mit ein bisschen Regeln. Aufgepasst. Wie viele Punkte bekommt man bei einem Touchdown? 1, 2, 3 oder 6. Hm. Ja, Pfosten. Toll. Nee, noch nicht. Da waren wir noch weit von entfernt. 3 Punkte, Winston. Wofür bekommt man die? Das ist für ein Field Goal, ne? Genau, richtig. Und für einen Touchdown kann man bis zu 7 Punkte bekommen, wenn man den Kick noch danach versenkt. Aber 6 bekommt man auf jeden Fall. Da haben wir schon die ersten verloren. Rettungsring bitte benutzen, liebe Leute. 3 gibt es für ein Field Goal. Bis zu 8 ist es. Bis zu 8, ja, wenn man dann noch so einen Spielzug macht nach den 6 Punkten. Das weiß ich auch. Das machen aber die wenigsten. Ne? Wisst ihr auch. Naja, weiter geht's zur Frage Nummer 4. Toi, toi, toi. Wie lang ist ein Viertel im American Football? 12 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten oder 45 Minuten? Was gelernt, schreibt man dann. Genau richtig. Auch die 4 Zeiten, die wir aufgeschrieben haben, haben auch alle was mit Sportarten zu tun. 45 Minuten, ja klar, Fußball. Das kennt man. 20 Minuten. Eishockey natürlich. Richtig, 12 Minuten. Das ist Basketball. Genau, bei 15 Minuten spielt man im American Football. Das wussten wiederum die allermeisten sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir die meisten Könner und Kenner dabei. Deshalb denke ich mal, dass viele, viele weit kommen, aber am Ende wird es super schwierig. Auf jeden Fall. Frage 5. Welche Position spielte Tom Brady am häufigsten? Quarterback, Linebacker, Running Back oder Wide Receiver? Das ist nur NFL, schreibt jemand. Ja, da kommt vielleicht ein paar von einer anderen Liga auch gleich. Mal fragen.
Mal gucken. Mal gucken. Tom Brady, ja, der war ja 2019 bei den New England Patriots und seit 2019 bei den Buccaneers, gewann ja auch letztes Jahr den Super Bowl. Quarterback ist die richtige Antwort. Das wussten ja fast alle. Sehr, sehr gut. Weiter geht's zu Frage Nummer 6. Mal gucken, ob ihr das könnt. Jetzt geht's los. Wie heißt die Zone, in der Punkte erzielt werden können beim American Football? Point Zone, Score Zone, End Zone oder Finish Zone? Aha. Null Ahnung, ja, aber deshalb kannst du ein bisschen was dazu lernen. Ist ja auch mal interessant, mal Sachen zu erlernen, die man nicht kennt. Ne? Genau, und wir haben es schon gesprochen, ein Touchdown, da muss man ja sich vorkämpfen, halt bis zu dieser Zone und die nennt man End Zone. Wie viele wussten das? Ja, das wussten auch die allermeisten. Sehr gut. Frage 7, letzte Frage, wo man den Rettungsring anwenden kann. Und jetzt wird schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Genau. Jetzt muss man schon ziemlich gut American Football kennen. Wie viele Spieler der verteidigenden Mannschaft sind auf dem Feld während der Defense? 5, 7, 9 oder 11? Football ist ja mal Angriff gegen Verteidigung. Man hat eine gewisse Anzahl an Spielzügen. Wenn man dann so bestimmte Yards macht, bekommt, fängt man wieder an beim ersten Versuch. Man muss immer 10 Yards überqueren und die Defense stellt sich dann immer auf und das sind 11 Spieler. Wie viele wussten das, Winston? Rettungsring könnt ihr immer noch benutzen. Vergiss nicht, es handelt hier um 300 Euro. Frage 8, Rettungsring darf nicht mehr benutzt werden und Frage 8 kommt hier. Wie heißt die europäische American Football Liga? AFL, ELF, BBL oder DFL? Bin ich auch mal gespannt. DFL, ja, die deutsche Fußballliga, hätte man vielleicht wissen können. BBL, das ist die Basketball-Bundesliga. AFL, keine Ahnung, habe ich wild erfunden, aber die European League of Football, die EFL, die haben wir gesucht. Das wussten 2015 Leute. Ihr gebt uns die Frage 9 und die ist ein bisschen einfacher, da gibt es nämlich... Liebe Leute, nochmal vielen Dank an Admiral Bett, die uns hier unterstützen. Frage 9. Welches der folgenden Teams gibt es? Donau Dummies oder Rhein Fire? Ja, und die Mannschaft habe ich jetzt schon 3, 4, 5 Mal erwähnt, glaube ich. Also sollte man wissen, die haben am Wochenende gewonnen und gut in die Saison gestartet. Bin ich mal gespannt, wie viele das wussten. Das sollten wohl die allermeisten wissen. Ich hoffe, dass keiner rausgeflogen ist. Rhein Fire ist richtig. Wie viele wussten das? Trotzdem 44 verloren. Ist ja trotzdem Field Goal, nicht wie ein Elfmeter beim Fußball. Ne? Ist ein bisschen schwieriger trotzdem. Frage Nummer 10, jetzt wird es schon schwieriger. Ich drücke euch die Daumen. Wie viele Mannschaften aus der EFL kommen dieses Jahr aus Deutschland? 5, 6, 7 oder 8? Aha. Hello of Sanders, schreibt einer. Ja, Hello of, da komme ich auch her. Wir haben Rhein Fire, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Leipzig Kings, Stuttgart Surgeons, Cologne Centurions und Berlin Thunder macht 7 insgesamt. Und da, das ist der Pfosten. EFL ist die Australian Football League. Danke dafür. Frage Nummer 11. Wir haben noch 2 Fragen und es wird nicht leichter. Toi, toi, toi. Wie endete das letzte Finale der EFL 2021? 18-24, 32-30, 26-20 oder 42-27? Ich habe das sogar gesehen im Fernsehen. Frankfurt gewann da gegen die Hamburg Sea Devils vor 22.000 Zuschauern in Düsseldorf. Und das Spiel ging aus 32-30 für Frankfurt, diesen amtierenden Meister. Und das wussten wir viele. 189. Mit euch geht's in die letzte Frage. Frage 12. Seit welchem Jahr produziert die NFL die sogenannten Super Bowl Ringe? 1965, 1966, 1967 oder 1968? Und die Super Bowl Ringe gibt es seit dem ersten Super Bowl. Winston, wie teuer war denn der letzte Super Bowl Ring? Der letzte von 2022 hat ganze 36.500 US-Dollar gekostet. Ich glaube, um die 340 Diamanten da drin. Aha. Wahnsinn. Und den ersten Super Bowl und den ersten Ring gab es 1967. Das wussten 10 Leute. Herzlichen Glückwunsch. Super Arbeit.
muss man auch mal sagen. Klickt genau. 2,73 Euro gibt es für euch. Tolle Quarterbacks. Habt ihr einen Touchdown gelandet hier? Und lesen wir ein paar vor. Schalker 2502, Jana Bre, Björn 09, Nico 1188, Melodia M, Schuster 1, Mats 1997, Schneider 1893, Rock K, Minz und Tom 2110. Toll, dass ihr alle mitgequizt habt heute an diesem wunderschönen Abend. Winston, danke, danke für heute. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und ja, schaut morgen wieder vorbei. Und vor allen Dingen morgen und Donnerstag gibt es tolle Quizzes. Seid bei beiden dabei. Viertel nach 8 geht's los. Tschüss und bleibt gesund. Also ich muss sagen, da hatte ich ja wirklich überhaupt keine Ahnung von. Aber das fand ich mal interessant. So, ja, also wie gesagt, da war ich wirklich aufgeschmissen. Da war ich ja auch gleich bei der dritten Frage raus. Das war jetzt natürlich auch nicht sonderlich doll von mir, aber ich habe da echt keine Ahnung gehabt. Na gut, dann gucken wir mal, was morgen das Quiz sagt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.